Hallo und herzlich willkommen bei Phoenix Barbecue. Wie ihr seht, ich bin on Tour und nicht alleine. Ich habe Heiko dabei. Ja. Hi. Ja, wir sind heute auf dem Lunser. Das wird richtig, richtig das geil. Das wird richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle. Ja, jetzt ist jetzt schon das zweite Mal da. Ja. Das ist jetzt der alte Haas. Du bist gut. Schon länger dabei, gell? Ich war schon das vierte Mal jetzt. Das vierte Mal, genau. Ja, ja, wir werden mega heute, geil. Ja, mega geil. Wir werden sehr viel Spaß haben. Ich freue mich wie Bolle drauf. Und ja, wer jetzt hier alles rumspringt, was wir alles machen und so weiter. Ich hätte gesagt, das seht ihr gleich. Und somit eröffne ich das Lunser-Seminar offiziell. Ne? Ich denke mal, der eine oder andere wird dann auch nachkommen, aber wir kriegen es schon hin. Ne? Lasst den Jazzclub am Leben, indem er ihn nicht anzündet. Wir lassen ihn heilen, glaube ich, und zündet euch auch nicht an. Ne? Wir haben ja das Schwein dafür zum Anzünden. Ne? Also Freunde, wir starten mit den Burgern da hinten. Da geht schon los. Und dann wird hier ringsherum überall immer irgendwas fertig sein und dann... Da können wir starten, würde ich sagen. Ne? Also, alle zusammen. Für ja! Und nochmal. Zünden! Ja! In der Toilette sind da hinten. Die Girls können hier rein. Ne? Ja. Ich habe noch irgendwas dazu zu sagen. Der älteste Jazzclub des Jahres. Das ist ungefähr der älteste Jazzclub in Deutschland. Also lasst ihn stehen. Genau. Damit wir noch ein bisschen was davon haben. Wir wollen noch ein weiteres Lunser-Seminar hier machen, oder? Ja, viel Spaß! Wollt ihr noch viel? Meine Güte, Patsch! Wir sind beim Nils. So, wir sind beim Nils. Mordspaß. Was macht ihr hier Schönes heute? Wir machen Mutzbraten am Steiger, auf dem Steiger, mit süßem Sauerkraut und das ist mit, da. Mit leckerem Bauernbrot. Wow, das schaut richtig klasse aus. Haben wir vorhin gebacken, ganz schnell nebenbei. Ganz schnell nebenbei. Wollen wir nicht zeigen. Und Tisch. Die werden sonst alle neidisch. Ja. Okay, dann schauen wir nachher mal vorbei, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Eure 24 Kilo. Ja. Kriegen wir schon weg. Wir machen die alle. So, ich bin jetzt mal hier bei die Bällchen, die ich auch noch nicht kenne. Ja. Und ich hätte gesagt, ihr dürft euch jetzt mal kurz vorstellen. Ja. Ihr seid? Von SSF Barbecue. Ja, ich bin Sascha. Wir sind das erste Mal heute hier. Das erste Mal? Ja. Für mich das zweite Mal. Ja. Geil. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Was gibt es bei euch heute noch? Wir machen Gyros-Spieß. Mhm. Wir machen Rouladen. Schneiden wir auf, da gibt es dann Spieße. Okay. Und wir machen hier drin so Cannelloni gefüllt mit Hackfleisch und Mandeln mit Bacon. Wow. Also die wären richtig geil. Das ist ein Rouladen gibt es dann halt noch einen Erbsensalat. Stimmt, der ist hier gesponsert. Der ist aber gesponsert. Ja. Also das hört sich ja schon mal richtig gut an. Endergebnis zeige ich euch nachher und den Kanal von den zwei, den findet ihr unten in meiner Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Tip top. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Ja, genau. Einfach machen, ja. Ja.
Hier ist jetzt schon richtig viel los. Was machen wir heute eigentlich? Ich mache heute meinen Bœuf Bourguignon. Und das habe ich ja schon mal verfilmt. Ich werde euch das unten in der Infobox bzw. da oben irgendwo mal verlinken. Das könnt ihr euch dann mal in der Ruhe anschauen. Der Topf ist bei uns jetzt schon mal hier drauf. An dieser Stelle schon mal viele liebe Grüße und vor allem Dankeschön an den Grill-Junkie, an den Michael, dass ich seinen Topf benutzen darf von GMF. Vielen lieben Dank, Grill-Junkie. Ihr kennt ihn, aber ich verlinke ihn euch auch mal oben bzw. unten in der Infobox. Und was der Heiko nachher vorhat, das zeige ich euch dann nachher. Jetzt haben wir mal das hier, was der Heiko heute vorhat. Das ist jetzt mal was. Ja, was ist das? Ex-Mex? Das ist einfach Kadi-Paprika, die kleine Mini. Ja, gefüllt mit Pulled Pork, Cola-Fleisch. Dann mit Fischkäse, das ist hier einfach zu Hause. Dann natürlich auch mit Bacon. Das schaut richtig geil aus. Hast du das schon gemacht mit dem Film? Ja. Dann werde ich euch das Video mal Infobox oder oben mal verlinken und dann könnt ihr euch das in aller Ruhe anschauen, wie der Heiko das gemacht hat und wenn sie es nachmachen. Jetzt sind wir hier mal beim Gerrit angekommen und der Gerrit macht hier flambierte Pfirsiche, ein Teil des Desserts. Boi, das schaut ja richtig gut aus und das Dessert machst du, glaube ich, mit Jens, mit Bambi Blattfuß, gell? Ja, ganz genau. Ne, da gibt es ein Candy Bacon und ein Bake-Eis und hier gibt es dann mit der Weg flambierte Pfirsiche dazu. Hier werden auch mal so, kriegen noch so ein bisschen andere Note, die werde ich so ein bisschen noch eine Schärfe ranbringen mit dem Ultimate Steak Pfeffer von der Öl-Show. Ja, und das halt flambiert. Den Stefan dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Stefan! Ja. Und den Sebastian. Wir lesen gerade jetzt klar im Vorteil, gell? Also ich sollte jetzt, Sebastian. Jetzt hier mal den Unterschied. Ja, okay, nochmal hier runter. Also ich muss doch zum Augenarzt und ich brauche eine Brille. Ja, hab ich schon. Was macht denn hier heute Schönes? Wir machen ganz tolle Yakitori-Spieße, haben auch super Hilfe hier dabei. Die schauen richtig lecker aus, ja. Ja. Oh, nee. Bisher kann ich nur sagen, super. Ja. Und bei dir, habe ich gehört? Gibt es Pulled Chicken hier drüben? Oh, dann fliegen wir mal schnell rüber. Oh. Boah. Nebel weg. Boah, lecker. Das schaut echt klasse aus. Da freue ich mich echt nachher, das mal zu probieren. Dauert aber jetzt noch, würde ich sagen, anderthalb Stunden mindestens. Ja. Haben wir vorher mit ein paar Röstaromen versehen. Mhm. Dann ist Hähnchenbrustfilet wieder raus. Zwiebeln rein, Paprika rein, passierte Tomaten rein, Geflügelfond. Haben wir dann ein bisschen aufkochen lassen. Dann kam das Hähnchenbrustfilet wieder rein. Dann insgesamt 2,5 Stunden, dann kommt es raus, dann wird es gepult. Ein bisschen Sauerkraut versehen, Barbecue-Soße, Salzcracker oben drauf und dann... Hoffe ich, dürfen wir genießen. Sau lecker. Wir schauen dann nachher vorbei, wenn es fertig ist und probieren es. So, werfen wir nochmal einen Blick. Auf den Sebastian. So, und jetzt schauen wir hier in einen richtig geilen Topf rein, was da blubbert. Und jetzt schauen wir mal, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wohin habe ich gesagt? Wo ist er denn? Da ist er. Hier. Da ist er. Jetzt. Hier für dich. Jetzt. Pass auf, möchtest du ein Stückchen Brot dabei? Ja. Jetzt schaut's da mal rein. Und jetzt erzählst du uns. Danke. Der Olli, was hast du da Schönes gemacht? Das ist ein Schaschliktopf. Boah, der schaut schon echt. Mit Paprika. Der schaut schon echt lamm aus. Und Gurke. Boah. Und Zwiebeln. Echt richtig klasse. Wir schwenken mal nochmal rein. Leckeren Wein. Dass ihr seht, was ihr verpasst habt. Hammer. Wie gesagt. So, wir wollen mit Duan. So, jetzt sind wir mal hier bei dem René und bei der Carina. Und jetzt schauen wir dem mal hier ein bisschen über die Schultern. Was gibt es denn bei euch heute hier? Also wir machen als ersten Gang. Genau. Ein bisschen super. Wow. Schön mit Schwarzbier, Zwiebeln, Rinderhack. Und als nächstes machen wir dann irgendwann an der Feuerplatte Pfannkuchen. Also mit einer schönen Füllung ein bisschen. Das hört sich doch schon mal an. Genau.
wie das ankommt. Ja, also so wie das jetzt schon ausschaut, richtig gut. Oder hätte ich gesagt, wir schauen dann mal bei euch vorbei, wenn wir mal probieren können, gell? Genau. Also, wir heben euch was ab. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.